Der Grund, weshalb Juden verfolgt wurden, der war ein ganz spezieller. Wer kann den nochmal zusammenfassen? Hitler hat doch Geld gebraucht für die Partei, oder? Und Juden waren ja sehr, sehr, ja nicht reiche Leute, aber die hatten, wie nennt sich das, wenn man in Zehen so eine goldene Goldzähne oder was sie hatten. Ja, das hat in der alten Gefängniskapelle der Jugendarrestanstalt in Weimar sitzen 6 Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren. Sie wurden zu mehrwöchigem Arrest verurteilt wegen Gewalttaten mit rechtsextremem Hintergrund. Der Sozialpädagoge Daniel Speer arbeitet mit den Straftätern an den Hintergründen ihrer Tat. Was heißt es heute, rechtsextrem zu sein? Was haben die Deutschen aus ihrer Geschichte gelernt? Was ist ein demokratischer Rechtsstaat? Die Jugendpsychologin Laura Menger betont, dass hier nicht vorgebetet wird, sondern die Jugendlichen sich neue Erkenntnisse und Zweifel an ihrem Weltbild selbst erarbeiten müssen. Der sitzt vor uns, der ist nicht interessiert, der will nichts ändern, der sieht bei sich auch keinen Bedarf, was zu ändern. Aber im Laufe des Trainings ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu merken. Viele nehmen das für sich als Möglichkeit, okay, wenn ich jetzt schon mal hier sitze und schon mal Leute da sind, die das machen, dann nach und nach öffnen sie sich und nutzen diese Zeit für sich. Die Straftäter stammen zum Großteil aus prekärem und bildungsfernem Hintergrund. Gewalt gehört in ihrer Wohngegend oft einfach dazu. Nun sind sie seit 10 Tagen in Einzelzellen untergebracht. Nur ein Radio und ihre Trainingsunterlagen bieten Abwechslung. Die Jugendlichen wirken zurückhaltend, fast schüchtern. Im Arrest setzen sie sich mit den medizinischen, juristischen und auch finanziellen Folgen ihrer Tat auseinander. Woher kommt das eigene Gewaltpotenzial? Was passiert, wenn man einem Gewaltopfer, das bereits am Boden liegt, in den Bauch tritt? Von daher geht es eben im Kurs auch darum, die Verantwortung für das, was man getan hat, zu übernehmen, sich damit auseinanderzusetzen und die Strategien, um das Ganze von sich wegzuschieben, abzuwehren, eben auch erstmal aufzulösen und die Auseinandersetzung mit dem, was gewesen ist, zu ermöglichen. Für Daniel Speer und Laura Menger steht die Auseinandersetzung mit der rechtsradikalen Gesinnung im Mittelpunkt ihres Trainings. Was heißt es überhaupt, Gewalt gegen Andersdenkende auszuüben? Was sind Klischees über andere Menschen wert? Um den jungen Rechtsextremen die Unsinnigkeit ihres Weltbildes vorzuführen und ihnen die Werte einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft zu vermitteln, wenden die Trainingsleiter einen Trick an. Sie präsentieren den Jugendlichen eine vermeintliche Studie, die zwischen 3 genetischen Menschentypen unterscheidet: den phlegmatischen Pücknicker, den ehrgeizigen Leptosomen und den zupackenden Athleten. Allein aufgrund der äußeren Erscheinung wird auf Intelligenz, Lernfähigkeit oder Führungsqualitäten geschlossen. Wenn man sich selber auch so gut kennt, kann man das, glaube ich, schon ganz gut einschätzen. Und wir wollen jetzt mal eine Runde machen, welchem Typ Sie sich zuordnen. Fangen Sie mal an. Ich würde sagen, ja, der Pücknische-Typ. Pücknische-Typ? Zögerlich teilen sich die jungen Männer den verschiedenen Menschentypen zu. Was sie nicht wissen, das Raster, das sie dabei auf sich anlegen, und die Studie dahinter sind erfunden. Das Ergebnis ist brutal. In einer geheimen Wahl müssen die Jugendlichen 2 ihrer Mitstreiter nun aus dem Programm ausschließen. Die Diagnose: keine Aussicht auf Besserung. Diese Art der Selektion, die Einteilung von Menschentypen, ist den jungen Rechtsradikalen dann doch unheimlich. Man sieht deutlich, unter den Jugendlichen macht sich das Gefühl breit, hier stimmt etwas nicht. Unruhig rutschen sie auf ihren Stühlen herum, weichen dem Blick der anderen aus, versuchen mit Kommentaren diejenigen zu besänftigen, die soeben aus dem Programm geflogen sind. Bis schließlich der erste Rechtsextreme gegen die Ungleichbehandlung protestiert. Das ist ja fast schon wieder rassistisch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Nur wenn er ein P ist, müssen wir mit dem nicht anfangen wollen. Den können wir wegmachen. Früher war es nicht anders, es ist auch Juden, große Nasen, schwarze Haare und so. Ja, so nach dem Motto geht's aber fast. War ja auch. Und so in dem Teil werden wir jetzt ja auch in Gruppen gespaltet. Aber ich bin der Meinung, dass ja Picknicker gut sein können, Athleten schlecht sein können. Ich würde nicht mal Menschen darunter einstellen. Erst später erfahren die Jugendlichen, was sie bereits geahnt haben. Nicht nur die Studie ist eine Erfindung, sondern auch die Ideologie dahinter. Ihre Ideologie, die außerhalb ihres rechtsextremen Freundeskreises nicht standhält. Am folgenden Tag besuchen die Jugendlichen die Gedenkstätte im ehemaligen KZ Buchenwald. In 2er Gruppen vertiefen sie ein Thema zur Geschichte des Holocaust. Am Ende des Trainings, vor ihrer Entlassung, wird ein Jugendrichter mit ihnen erneut über ihre Erkenntnisse sprechen.